Besser? One Football Tierlist. Wir sind zurück. Wir sind back. Was ranken wir heute? Schalke Trainer. So. Nicht irgendwelche, sondern es gab ja sehr viele. Man muss ja irgendwo die Grenze ziehen. Ja, das ist jetzt Quatsch. Und die Grenze wurde gezogen beim Grenzmann persönlich. Felix Magath. Oh ja. Da ist Schluss. Und von Felix Magath bis heute. Bester Trainer aller Zeiten auf Schalke, Felix Magath. Der hat sie geholt. Die Rauls, die Huntelaars, Ali Karimis, Karisteas, Cyprian Deaks. Ranken wir Schalke-Trainer. Okay. Und die Tiers sind angepasst an Schalke-Spiele, die auch innerhalb dieses Zeitfensters stattgefunden haben. Das niedrigste Tier, also Katastrophe. Ich weiß es. Es ist 8:0. Ja. Das war ja das Symbol des Untergangs, kann man ja quasi sagen. Erster Spieltag? Erster Spieltag, 8:0, Auftaktspiel. Huiuiui. Da wo Leo Napri noch gelacht haben auf der Tribüne. Mhm. Und Nummer 2, habe ich ein bisschen reingemogelt, war eine 5:0-Pleite auf dem Betzenberg gegen den Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Natürlich. Ja. Doppelpack, Srđan Lakić, Ilicevic getroffen, Jan Mora weg. 2012? Ich glaube, 11 muss es gewesen sein. Ja, die ist mit drin. Mhm. In der Mitte ist, kann man jetzt drüber streiten, aber weil es ein Unentschieden ist, das 4-4 gegen den BVB. Finde ich gut. Ich kann mich an alle Spiele nicht erinnern, außer das 4-4 in Dortmund. Daran kann ich mich erinnern. Die anderen Spiele kann mich nicht erinnern, wann Schalke mal so hoch verloren hat. Ne? In der Mitte? Ja. Eins drüber ist der 1:0 Halbfinalsieg im DFB-Pokal-Halbfinale. Wo Raul in München getroffen hat, nach Ecke. Die Bayern ausgeschaltet. Das war jetzt für mich der größere Schritt zum Pokalerfolg als der Finalsieg gegen Duisburg. Der war ein bisschen mehr Formsache Und das höchste Tier ist das 5:2 gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Inter Mailand. Das ist eins der Spiele, wenn man die geschaut hat, dann wird man es nicht vergessen. Nie wieder, ja, nein. Das war geil, das kann ich mir auch noch ganz genau erinnern. Okay, bedeutet also, ich werde auf jeden Fall nochmal nachfragen zwischenzeitlich, ja, wegen der Tiers. Und wir legen einfach los, oder? Können wir ja machen, ja. Und wir legen, du hast sie angekündigt. Der erste Mann, Felix. FM. Der Fußballmanager. Der Fußballmanager. Felix Magath bei Schalke 04, natürlich vor allem bekannt für Einkaufen. Für Einkaufen, ja. Also nicht mal kaufen, auch ablösefrei, vertragslos. Bernd Hollerbach, Seppo Eichkorn, was eine Bank. Boah! Erfolgreich halbwegs. Ja. Halbwegs. Also er war Trainer bei der 5:0-Pleite gegen den FCK. Das muss auch in der Zeit gewesen sein, wo danach relativ zeitnah Schluss war. Hat Ali Karimi gespielt. Ja? Ja? In dem Spiel weiß ich nicht, aber... Ich glaube, er hat relativ wenig für Schalke gespielt. Er hat ja, aber er war da. Hat nicht nur zwei Spieler eingewechselt? Auch schon unter Magath, ne? Mhm. Also Ali Karimi, Felix Magath, da besteht was. Weiß nicht, was Karimi gegen Magath in der Hand hatte vielleicht. Ja, irgendwas. The Persian Prince haben sie in der Hand, als er gekommen ist. Das weiß ich noch. Ja. Gute Videospielreihe. Felix Magath sollen wir ranken. Der Prinz von Persien der Bundesliga. Ich habe ihn... Weil wir ja wissen, was hinten raus kommt, muss man den ja relativ hoch sogar einordnen. Und ich glaube, ich gehe fast in DFB-Pokalsieg gegen Bayern. Das ist ja das zweithöchste. Ja, oder das oder 4-4. Nee, ich gehe ins 1-0. Das war der... Gehe ich mit rein. Der Anfang vom Ende eigentlich. Ach Gott, also, was? Da gab es nochmal einen Hoch. Aber Felix Magath hat dem Verein im Endeffekt damals schon einen finanziellen Rucksack aufgeschnallt. Das ist Quatsch. Den sie dann, nie wieder ausgezogen hat. Ja, und Raul Huntelaar, Vereinslegenden sind das geworden. Was für Rucksack. Weiß bis heute keiner, dass die einfach nur nach Auflaufprämie bezahlt worden sind, viele, ne? Die Verträge waren dotiert nach Auflaufprämien. Viele Prämien. Spielst du viel, kannst du viel verdienen. Spielst du wenig, verdienst du wenig. Ja, der hat viel eingekauft. Aber ohne Magath, mal Spaß beiseite, ohne einen Felix Magath, ohne dieses verrückte, bescheuerte Transferverhalten, was der hat, wäre kein Raul auf Schalke gelandet und auch kein Huntelaar. Kein Trainer hätte sich die Blöße gegeben, da hinzugehen und gesagt, hey Raul, wie sieht's aus? Von den Königlichen zu den Königsblauen. Niemand hätte das gemacht, weil die alle gedacht hätten, Tore Reginiussen, hör mal, der war auch Top-Typ, ey. Norweger war der, ne? Wenn der heute noch auf Schalke wäre, Tjaaland wäre da. Haben so richtig, also das war schon... Ich mochte Magath, keine Ahnung, ich mochte den. Und ich finde auch, dass... Also willst du sagen, Felix Magath sitzt bis heute im Schalke-Rucksack? Und ein Felix Magath hätte ein Manuel Neuer nicht nach Bayern abgegeben und dann wäre Schalke Meister gewesen mit Manuel Neuer im Tor. Magath wollte Neuer nicht abgeben. Dann wären sie da gewesen. Kommt der mir mit Anfang vom Ende, du, das, ich sag, also... Also Felix Magath kriegt von mir das Ergebnis, das er auch selbst zu verantworten hatte, nämlich das 5:0 gegen den FCK. Das ist doch, also, nein! Ich habe ihn im 1:0, habe ihn aber vielleicht ein bisschen hochgerankt, aber da bleibt er jetzt stehen.
Da bleibt er jetzt stehen. Nico, mein Mann! Es ist die lang ersehnte Rückkehr der Gyrosbomberfalle. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, so lange nicht mehr gehört. Es könnte die Gyrosbomberfalle sein. Ralf Rangnick. Was ein schönes Foto du uns hier ausgesucht hast. Das ist aus der ersten Rangnick-Amtszeit. Da ist er noch ganz, ganz jung. Ja, das muss so 2,4, 2,5 gewesen sein. Der ist Baujahr 58 oder sowas. Der ist legit alt einfach. Ja, der ist alt, ja. Meister Sprinter. Das heißt aber, der hat den Pokal geholt. Der hat den Pokal geholt, ja. Na gut. Das ist natürlich der letzte Titel für Schalke 04. Ja, ja, und der Zwiebel, danke schön für den Sub, herzlich willkommen. Champions League manövriert. Guck mal, der Gießdoll da, der sitzt da. Ja, mit dem Wissen, was kommt, muss der oben einsteigen. Das geht war doch zweite Amtszeit. Fünfter Stock. Als dieses 5:2 gegen Inter. Mehr geht nicht. Also, Ralf Rangnick hat nichts getan, was Schalke irgendwie geschadet hätte oder langfristig geschadet hätte. Hat er nichts getan, was den Verein schaden kann. Nee, hat er nur vorm Spiel, ist er schon einmal durchs Stadion gelaufen und ist die Abschiedstour gelaufen. Yo, ey, ich bin weg nach dem Spiel, ne? Hat er nichts Vereinschädigendes gemacht, ne? War mir die Witznummer der Nation. Trainer verkündet seinen Abschied, die Mannschaft weiß über das Spiel, ist noch nicht mal angepfiffen und der rennt da die Ehrenrunde. Seriös gearbeitet, wie man es auch danach von ihm kannte, hat einen guten Fußball spielen lassen. Die danke für den Verschenken. Einer der besten Leute, die man so rund um Fußballfachkompetenz in Deutschland hat. Ja, so weit in Europa. Wahrscheinlich so. Ich habe ihn jahrelang gehasst, erst im Nachhinein habe ich verstanden, was... Ja, Casey, bei mir same. Muss ich auch die Hand heben. Bin ich voll bei dir. Wo der auf Schalke Trainer war, der ging mir irgendwann auf den Sack. Ne? Keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Vielleicht war ich jung und naiv und brauchte das Geld. Ich habe keine Ahnung. War bei mir aber ähnlich. Sogar in Europa, ja. Und deswegen ist für mich außer Zweifel, dass Ralf Rangnick da oben reingehört. Für alle, die das nicht gesehen haben, schaut euch wirklich gerne die Highlights nochmal an. Das dürfte 2011 oder 12 gewesen sein, das 5-2. Oder 13 vielleicht sogar. Also das war ja... Nee, 12, weil Neuer war noch da, ne? War es nicht 10-11? Weil ich glaube, 9-10 ist Inter Champions League geworden, oder? Ja, du hast recht. Wenn sie am Tina Champions League gewesen sind, dann war es 10-11. Da war es 10-11, ja. Muss 10-11 gewesen sein. Guck dich auf jeden Fall nochmal an. Es war, glaube ich, auch dasselbe Jahr, in dem Manuel Neuer sein Spiel gegen Porto hatte, sein Unglück. Ja, muss gewesen sein, ja. Eines der allerbesten Torhüter-Spiele aller Zeiten. Ja, und in dem Spiel war es ein Doppelpack Edu, der alles überstrahlt. Geil. Das war noch ein Felix Magath-Einkauf. Geht ganz nach oben. Ralf Rangnick geht in die 5:2 gegen Inter-Tier. Und jetzt kommt Huub Stevens, damals mit seiner letzten längeren Amtszeit, glaube ich, deswegen nehmen wir ihn hier rein. Ne? Über Rangnick kommt er. Also man hätte ihn noch mehrmals unterbringen können, über Rangnick. Aber haben wir nicht gemacht. Ja, das war, okay, das war natürlich seine letzte längere Amtszeit und die lief nicht so richtig gut. Na komm. Nee, lief sie nicht, aber noch im Rahmen dessen. Also das Problem ist immer, damals hätte man gesagt, unter Schalke-Verhältnisse. Ja. Aber wenn man aus heutiger Sicht raus guckt... Hat er in der Bundesliga sieht immer alles ganz anders aus. Und ich finde auch, man muss bei Huub Stevens... Legacy ein bisschen. Das Gesamtwerk, das ist so wie wenn dann irgendwie Clint Eastwood für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Für so mich gibt es da nur eine einzige logische Tier. Weil der Mann ist Eurofighter, der Mann ist Schalke-Kampf. Und Schalke hat ein 4:0 gegen den BVB durch genau diese bekannten Eigenschaften gedreht, zum 4-4, gedreht, eingestellt. Und deshalb ist das für mich ein 4-4. Die sportliche Leistung wäre, glaube ich, tatsächlich fast ein 0-5 gegen Kaiserslautern in diesem Stint gewesen. Ja. Aber ich gebe ihm das 4-4. Und ich gebe ihm den Sieg gegen Bayern. Ja. Also, ich finde insgesamt... Bin ich gerade dumm? Raff ich die Dings nicht? Raff ich die Liste nicht? Hä? Anhand meiner Logik muss der über allen stehen. Die nehmen die zweite... Ach, die nehmen nur eine Amtszeit von dem? Nö, ich nicht. Ich nicht. Ja, dann ist mein Fehler. Der steht über allen. Der steht hier, wo die beiden da noch hier... Hier oben in der Mitte steht der so drüber. Ist mir scheißegal. Amtszeit nehme ich nicht. Der verdient es nicht, nur auf eine Amtszeit reduziert zu werden. Das ist Huub Stevens. Auf eine Amtszeit reduzieren. Wo kommen wir denn da hin? Der kommt hier nach oben in Bums aus. Insgesamt muss man das, was Huub Stevens bereit war, für Schalke zu geben, als allerhöchstes einstufen. Aber das geht nicht nur darum jetzt gerade. Doch. Ja. Deswegen, ich packe ihn dann in das zweithöchste Tier. Er hat seine Playstation verkauft. Schalke 04 geht ganz nach oben. Ja. Trainer zu sein. Ich bleibe jetzt in der Mitte, einfach weil ich jetzt durchziehen muss. Ich nehme komplett, mir egal. Finde es aber fair. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dieser Stint, das war ja so eine halbe Saison oder sowas. Also da ich finde die Timeline nicht mehr ganz zusammen. Ja, aber so richtig gut lief es da, glaube ich, nicht. Und deshalb geht er in die Mitte bei mir. Oh, your boy. Mein Boy. Ja. Der kommt jetzt. Ja. Jens Keller. Jens Keller. Yeah. Ich bin ja immer riesen Fan gewesen. Ja. Und bin es auch noch heute. Mhm. Und ich finde es schade, was aus der Trainerkarriere von Jens Keller geworden ist, die ja wirklich einen krassen Dip genommen hat. Where have you gone? Ja.
Er ist zweimal, finde ich, unverhältnismäßig früh abgesägt worden in seiner Karriere. Einmal war bei Union, das war danach. Ja. Und dann bei Schalke. Und ich finde, Schalke hat guten Fußball gespielt, oder jetzt? Genau. Ich habe sie zweimal in die Champions League geführt. Ja. Guten Fußball spielen lassen, auch teilweise viele Gegentore, aber es war offensiv ausgerichtet, es war ansehnlich. War der zu leise zu Schalke? Was war das Problem? Ich glaube, er hatte, also ein anderes Wort mit L, Lobby hat ihm gefehlt. Mm. Ich glaube, Jens Keller hatte wenig Lobby auf dem Trainermarkt und dementsprechend schnell waren dann die Geier, die da um ihn herumgekreist sind. Und danach ging es auch nur noch bergab für ihn, ne? Danach ging es nur noch bergab. Also bei Union war noch mal eine Phase lang echt ordentlich. Dann hat es das erste Mal so ein bisschen gebröselt und dann war er auch relativ schnell weg. Mhm. Muss man rückwirkend sagen, richtige Entscheidung, weil Union spielt mittlerweile Bundesliga etabliert. Und dann kam noch Nürnberg, das ging total in die Hose. Ingolstadt ging komplett in die Hose. Aber wir bewerten ihn an Schalke 04 zum Glück. Genau, und da ist für mich ganz klar, zweithöchstes Tier, Bayern-Sieg. Ich finde, Jens Keller hat auf Schalke überwiegend sehr, sehr gute Arbeit geleistet und ist dabei noch ein ganz, ganz feiner Mensch gewesen. Ja! Nehmen wir mit den Bayern-Sieg mit Jens Keller. Zwischen 2 und 3 hat er sich verdient. Würde ich den packen. Shoutout Jens. Oh nein! Oh, Uri Geller himself. Arrat Stein Schalosch. Aber. Die Matteo. Das habe ich ja lange verwechselt. Ey, ich muss meine Hand heben, Jungs. Ich muss meine Hand heben. Damals, wo wir unter Kollegen waren, abseits von dieser ganzen Social-Media-Welt, ich muss sagen, ich und drei andere Kollegen, wir haben den gefordert als Trainer, ne? Wir wollten den unbedingt haben auf Schalke. Wenn ich dann rückwirkend betrachte, weiß ich am Ende des Tages nicht, wie viel Promille ich hatte bei der Aussage. Wir werden es nie herausfinden. Aber ich kann hier so sitzen und sagen, ich wollte den damals haben, ne? Ich wollte den damals haben. Dann sehe ich die ersten drei Spiele und denke mir, habe ich anscheinend die Sportart verwechselt? Wer ist das? Kennt ihn nicht? Das war, der Trainerstab ist halt auch die Härte hier, ne? Karl S. hier noch, ach du Scheiße, Junge, also. War tatsächlich derjenige, der dieses Fast-Comeback bei Real betreut hat. Das wusste ich gar nicht mehr. Bei Fast-Comeback, also ich weiß nicht, worum es geht. Das war, da hat Schalke das Hinspiel relativ deutlich verloren. Oh, da hat Sané dieses Traumtor genau gemacht. Genau, und die haben dann aber in Bernabeu, glaube ich, 4-3 gewonnen, hätten 5-3 gebraucht, um weiterzukommen. Das war wirklich ein überragendes, berauschendes Schalke-Spiel. Also sagen wir mal, dass seine beste Leistung war gegen Real rausfliegen. Wahrscheinlich schon, ja. Er kam ja als Champions-League-Sieger, oder? Ja. Mit Chelsea hat er sich ja durchgemogelt zur Champions-League-Sieg, Roberto Di Matteo. Und hatte bei Schalke dann, hat er eine ganze Saison durchgehalten? Nein, Viertel oder sowas. Also wenn überhaupt. Also das war... Also eigentlich... Wahrscheinlich hat er das so durchgehalten. Es gibt nur das unterste Tier für den Mann. Es ist wirklich einer der... Der Beste. Also eines der blindesten Hühner, die jemals einen Korn gefunden haben, ist wirklich Roberto Di Matteo. Der hat wirklich die Champions League gewonnen. Das ist der Wahnsinn. Hat er wirklich. Aber es ist ja auch dann schon im Nachgang an diese Saison bei Chelsea, hat man dann relativ schnell gemerkt, okay, das hier war so ein One-Off-Thing. Die Ergebnisse bleiben komplett aus. Der Fußball ist brachial unansehnlich. Es gab ganz, ganz Interviews, die gesagt haben, im Champions League-Finale hat Lampard und Drogba haben die Ansagen gemacht. Ja. Und so. Das war, der war einfach nur der gute Laune. Mitgeschwommen. Maskottchen. Mitgeschwommen, ja. Und bei Schalke wurde es dann auch offensichtlich. Er hatte dann noch, glaube ich, mal ein Engagement bei Aston Villa, was auch kolossal gescheitert ist. Also er hat und jetzt macht er gar nichts de facto mehr, ne? Als Trainer danach noch wieder irgendwo überzeugen können. Er hat sich einen Eiswagen geholt, glaube ich. Bei Chelsea mitgeschwommen, bei Schalke und uns läuft er ab, oder? Ja. 0-8. Ja. Die Matteo-Brüderchen. Tut mir leid. Oh, Held und Breitenreiter. Das ist ein Held. Ist ein, Breitenreiter ist fast ein Held. Unverstandener Held. Auf jeden Fall. Legendär seine Ansage, nicht bei Schalke, aber an Niklas Füllkrug bei Hannover. Oh, wo im Training so. Das war so geil, da hat er ihn so gut rasiert. Da meckert Breitenreiter. Was macht er? Füllkrug meckert über einen Pass. Genau. Und Breitenreiter sagt, du hast am Sonntag keinen einzigen Ball mehr gemacht, 33% Zweikämpfe, hör mal auf, hier rumzulabern. Ja, so in dem Sinn. Breitenreiter. War ja gar nicht so scheiße bei Schalke. Es war, dann im Nachhinein Ahnung, gar nicht Alter, so scheiße, mehr muss dieses, man wirklich da, sagen. Da kickt bei mir dieses Lobby-Ding in irgendwo. Und das war der letzte Trainer, der unter der Ägide Horstheld wirkte. Er ist nicht komplett katastrophal gescheitert. Und ich würde sagen, das ist für mich der erste 4-4er. Ja, ich muss auch gerade ganz ehrlich sagen, dass ich in der Saison kaum noch Erinnerungen habe. Ich bin eine Magic-Karte, 4-4er. Ja. Ich bin 4-4er mit Trampelschaden. Das ist mein 4-4er-Hobbit.
Breitenreiter geht bei dir jetzt 4-4. Ja, ja, ich gehe jetzt mit, weil ich auch einfach ehrlich gesagt mich an nichts von Breitenreiter bei Schalke erinnere. Geht bei mir nichts. Auch da rein. Also weder ins herausragend Positive noch ins herausragend Schlechte. Einfach nur der Mann war mal Trainer. Der war mal Trainer, ja. Und bevor wir jetzt zu dem kommen, der im nächsten Bild ist, da fehlt da jemand, da ist ja ein Zwischenstep rausgeschnitten. Aha. Wir wollen ja jetzt keine Zensur betreiben und nicht die Fred Roten. Ja. Der war nämlich irgendwann 2004 wahrscheinlich. Das ist lange her, ja. Okay. Wir wollen nicht die Ära Markus Weinzierl unterschreiben. Weinzierl habe ich gefeiert. Weinzierl. Echt? War das so? Weinzierl. Das ist natürlich, also Weinzierl ist natürlich Augsburg-Trainer. Weinzierl geht für mich auch in die letzte Kategorie. Weinzierl geht für mich auch mit Di Matteo. Trainer inzwischen. Das hat überhaupt nie gepasst. Und man konnte damals oder man könnte jetzt heute darauf gucken und sich so ein bisschen fragen, hat er sich da vielleicht ein bisschen reingemogelt bei Schalke? Wie konnte das passieren? Wie konnte das geschehen? Also ich finde, nicht gemogelt im Sinne von, wie Di Matteo das gemogelt hat, weil Di Matteo hatte rückblickend ein gutes halbes Jahr. Klares. In seiner gesamten Trainerlaufbahn. Markus Weinzierl hat über Jahre beim FC Augsburg gearbeitet und das auch so erfolgreich getan, dass er diese Mannschaft bei Augsburg die erste Amtszeit war, da war der wirklich schlecht gut. War. Ohne Scheiße, das war wirklich der Meister gut. Von ihm. Aber auf Schalke da hat gar nicht gepasst. Darf man jetzt nicht zurück irgendwie geschichtsrevidierend so tun, als hätte Markus Weinzierl nicht herausragenden Job gemacht beim FC Augsburg in seiner ersten Amtszeit. Alles gut, Max Kirchi. Muss nicht adden. Okay. Aber es geht um Schalke. Und ich glaube, er hat ziemlich genau eine Saison gemacht. Ne? Er hat, glaube ich, die volle Saison bekommen. Er ist reingestartet mit dieser Niederlagenserie, glaube ich, wo er irgendwie 5 Spiele am Stück verloren hat, meine ich. Das war ein katastrophaler Fehlstart. Und hinten raus europäisch? Nee, nicht europäisch. Nee, aber so 7., 8., glaube ich, das ist noch gebogen bekommen. Weil von ihm hat ja dann der Nächste übernommen und der hat ja dann auch aufgrund der Nicht-Doppelbelastung eine relativ gute Saison gespielt. Ja. So, das bedeutet, Weinzierl hat sie nicht nach Europa geführt, eine Saison gemacht, schlecht gestartet. Na, es ist eine Niederlage. Es ist ein 0-5 auf dem Betze. Ich bleibe auch im 4-4er-Segment. Also, 5 ist das, weil das ist so. Das sind diese ganzen Jungs, die halt für eine Saison reingeholt worden sind. Klammer da. Jetzt richtig, geh weiter und Ja, okay, Weinzierl geht also bei dir ins 4-4. Genau. Bei mir ins 0-5. Hast du das Gefühl, dass zwischen 0-5 und einem 4-4 relativ vielleicht ein großer Schritt ist? So? Gefühlt, einfach nur emotional, dass da eine ganz schöne Lücke dazwischen ist? Ja gut, wir haben nur 5 Tiers. Also, was soll man machen? Ja. Größere Lücke als bei Niklas Füllkrug. So, Domenico Tedesco. Oh, hast du aber ein heftiges Bild rausgesucht von ihm. Ich habe ein Bild versucht zu finden, das relativ gut zeigt, was Schalke 04 mit einem Menschen machen kann. Der sieht so aus wie ich, nachdem ich meine Eintracht Frankfurt Reaper Crew Jacke getragen habe vor dem Motorradclub. Jo. Und zwar einfach so, als hätte er komplett auf dem Dates bekommen letzte Nacht. Jo. So. Oder als hätte er bitterlich geweint und darum gebeten. Verstehst du den Begriff auf dem Dates bekommen? Ja. Domenico Tedesco. Hervorragende erste Saison, ne? Wir wissen es immer noch, die große Mogelpackung. Die hervorragende Ergebnissaison und nichts weiteres. Ja. Also es gab kaum einen Trainer. Danke, dass das endlich mal jemand Außenstehendes sagt. Danke. Eine Ergebnissaison war das. Ich hab in meinem Leben selten so viel Spielglück konzentriert auf eine Spielzeit gesehen. Also das war wirklich unfassbar, was dabei rausgekommen ist. Auge auf Wolfsburg dieses Jahr. Auge auf Wolfsburg. Ja. Aber diese Vizemeisterschaft ist eine der rückblickend absurdesten, die es jemals gab. Ja. Es war eine Mannschaft, die damals noch getragen wurde. Ich glaube, das war das letzte Jahr von Goretzka. Yep. Und auch müsste auch das letzte Jahr von Max Meyer gewesen sein. Der, das muss man ihm zugute halten, damals unter Tedesco auf der 6. Genau, ist er zurückgerückt unter Tedesco. Wirklich stark war. Das muss man anerkennen. Ja, ja. Das gab Goretzka ja war auch verletzt in der Saison. Das klingt ja heute alles so lächerlich mit der zukünftigen Weltklasse-Spieler. Damals war das auch ein Stretch natürlich, aber man konnte schon sagen, ey, wenn er sich so entwickelt wie in dieser Saison, dann könnte das Weltklasse-Fußball sein. Könnte er sehr, sehr gut werden. Weltklasse nicht, aber... Und Tedesco hat, ich glaube auch, dass er ein... Irgendwas ist eine andere Frage. Ja. Ich wüsste nicht, auf welcher Grundlage man ihn unsympathisch finden soll. Ich glaube auch, dass er ein guter Fußballfachmann ist, aber dass die Idee, die er von Fußball hat und die er hat spielen lassen, ist einfach sehr weit entfernt von dem, was ich persönlich ansehnlich oder gut finde. Ja, ist auch so. Er hat also, Fakten sind, die letzte erfolgreiche Saison, Vizemeisterschaft, dann natürlich auch eine schwache zwei Saisons ganz gemacht? Nee. Der ist dann in der zweiten Saison irgendwann, nachdem irgendwie... Und da hat Huub Sevens wieder übernommen, oder? Da muss wieder einer eingesprungen sein, genau. Auf jeden Fall. Aber nach Man City, die letzten Spiele. Ansonsten wären sie noch in der Liga abgestiegen, ne? Hat keine zwei Saisons zu Ende gemacht, ne. Aber allein, scheißegal wie es zustande gekommen ist, sie steht in den Büchern und deshalb geht er für mich ins zweithöchste Sieg gegen Also Da
Das ist jetzt die Frage, nimmst du die Vereinserfolge so mit Vizemeisterschaft plus halt das 4-4 in Dortmund? Als Menschen so, als Typ mehr, ich fand den wirklich echt nice. Ja, ich fand Tedesco wirklich nice. Aber ich kam irgendwann an den Punkt bei dem, wo mich den seine Interviews frustriert haben, wo mich das frustriert hat, was sehr, sehr viele jetzt auch an Gramozis bekladen. Und das ist, wie er spielen lässt. Ja, wie er einfach spielen lässt. Und Tedesco war nicht besser von der Spielweise, wie Schalke gespielt hat, wie jetzt Gramozis ist. Das muss man fairerweise einfach sagen. Also so sehe ich das. Und ich bin, weiß Gott, auch kein Fan von Gramozis. Aber Parallelen sind da zu den beiden. Beides nicht wirklich ansehnlicher Fußball. Sehr, sehr viel durchmogeln. Ja gut, aber jetzt Gramozis spielt zweite Liga und Tedesco hat mit einer nicht viel besseren... Ja, Roscher, das meine ich ja nicht. Ich rede ja nur von diesen Parallelen. Weil das ist das, was beklagt wird bei Gramozis. Fehlendes System, fehlende Spielweise. Ja, ich nehme mich davon nicht raus, ja. Absolut, ich finde das auch nicht ansehnlich, was Schalke da zockt über weite Strecken. Aber das fand ich bei Tedesco auch nicht. Und bei Tedesco war das auch echt schlimm phasenweise. Das war auch auf Lucky, vielleicht kriegen wir einen Elfmeter, den macht Bentaleb dann rein und dann gewinnen wir wieder 1-0. So, wisst ihr? Nimm mal dieses 4-4 in Dortmund raus. Aber er hatte halt die Ergebnisse. Ja, safe. Aber jetzt die letzten Spiele hat Gramozis ja auch. Ein Torwartwechsel gemacht, wo sehr, sehr viele aufgeschrien haben. Schalke ist seitdem zu null. Ne? Muss man fairerweise auch sagen. Ja? Also ich mag den Kerl, aber aus meiner Sicht war Schalke zu früh. Schalke war zu früh, finde ich. Ich glaube, dass das ein guter Trainer werden kann. Aber da war zu viel für mich. Diese Kommunikation mit dem Hövedes-Abgang, wo... Höwe das in einem Interview, meine ich mal, gesagt hat, dass der Trainer ihm das nicht mal persönlich gesagt hat und nicht die Eier dafür hat, sondern jemanden geschickt hat, der ihm das sagen soll. Und bei Naldo war es genau das Gleiche. Da hat Tedesco das nicht persönlich gesagt, sondern jemanden dahin geschickt, weil er wohl Schiss hatte. Keine Ahnung. Ja. Boah, schwierig. Tedesco will ich auf 3 setzen. Passend zu dem Ergebnis 4-4 in Dortmund, wo er da war. Ich würde Tedesco auf 3 setzen. Werden sehr viele wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich habe ja genannt jetzt gerade, warum. Ich gehe jetzt mit, wegen einer Vizemeisterschaft, die steht auf dem Papier da. Und die muss man anerkennen. Eine Welle der Lüge haben sie geritten. Wen meinst du, Pappenheimer, Erfolg? Okay, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es richtig wehtut, oder? Also, die Zeit der guten Laune ist vorbei auf jeden Fall. David Wagner. Anderthalb Saisons, nee, eine Saison und 10 Spieltage ungefähr. Eine Saison und 5 Pleiten, so kann man es quasi... Ein gutes Halbjahr, Champions-League-Kurs. Ein schlechtes Halbjahr, Absteigerkurs. Ein Start in die Saison, katastrophal. Dazwischen eine Saisonvorbereitung, bei der jeder wusste, das Tuch zwischen Trainer und Mannschaft ist durch. Eigentlich sollte er nicht mehr hier sein, aber das ist tatsächlich ein Vorwurf, den man nicht mal David Wagner machen kann in dem Augenblick. Nee, da hätten andere Leute in der Lage sein müssen zu sehen, ey, das hier ist irreparabel. Es gibt einfach Dinge, von denen erholst du dich nicht mehr, wenn du diese gemeinsam erlebt hast. Ja. Und die Zeit von 2-0 gegen Gladbach zum Rückrundenauftakt bis zum Saisonende, die war so einschneidend negativ, davon kommst du nicht zurück. Ah, genau, aber bei David Wagner ist so ein bisschen das Gefühl, wenn man das Gefühl hat, Schalke 04 ist so 200 Kilometer auf der Autobahn gefahren, dann war David Wagner derjenige, der einfach Schlüssel rausgezogen hat und mal gucken, was passiert, wenn Lenkradsperre kippt. Machst du gerade eine Anspielung auf meinen Unfall? Das heißt, er hat sie auf eine gewisse Geschwindigkeit gebracht und dann aber auch abgebremst rapide. Ja, und ist so selber so rausgerollt aus dem fahrenden Auto. Ja, wirklich. Und führt jetzt Young Boys. Tedesco auf einem Level mit Wagner finde ich gar nicht, würde eins drunter machen. Wagner eins drunter auf gar keinen Fall. Die haben einen ähnlichen Verlauf gehabt. Die haben einen ähnlichen Verlauf gehabt, wenn du dir das anguckst. Tedesco hat diese Ergebnissaison gehabt und danach ist er komplett abgekackt mit besseren Einkäufen, besseren. Rudi war sein Wunschtransfer, mit dem konnte er nichts anfangen. Ja? Der ist selber nach München geflogen und hat selber verhandelt. Er wurde in München gesehen sogar, Tedesco. Und dann konnte er mit Rudi nichts anfangen. Ist die Saison komplett abgekackt dann. Fairerweise, du musst sagen, David Wagner hat gefühlt den identischen Kader übernommen und hat komplett anderen Fußball spielen lassen. In der Hinrunde, bis erstes Spiel Rückrunde. Das musst du einfach, das musst du einfach anerkennen. Das war komplett der identische Kader. Und das war ein anderer Fußball von Schalke da. Dass nicht immer alles hundertprozentig lief, okay, aber das war ein anderes Gesicht. Und nach dem Gladbach-Spiel muss da irgendwas passiert sein. Ab da ging es steil bergab. Steil bergab. Komplett bergab. Das wären geschlachtet mit den United. Ja. Ich pack den auch in eine Innenstufe 3 rein. Unter Tedesco sehe ich nicht. Er war auch zu stur, das System anzupassen. Ja, aber Tedesco doch genau das Gleiche. Der hat doch auch Scheiße zocken lassen so. Tedesco war bei der breiten Masse einfach nur sympathischer, was bei Wagner nicht so war. Das ist der einzige Grund. Kann ich auch nicht ins Mittlere geben, weil dafür ist er zu sehr verbunden mit dem, was danach passierte bei Schalke 04. Ich gehe ins Tiefste. Man muss weil, ja nicht, ne? Also ich mache es auch, weil ja, bis zu einem gewissen Grad ist er nicht selbst dafür verantwortlich. Nicht nur. Mhm. Da gab es eine Ebene über ihm, die hätte sagen können, hör mal, das ergibt keinen mehr. Aber normalerweise hätte man auch sagen können,
jemand, der genug Selbstreflexion besitzt, kann nach so einem Saisonende sagen, ey, das hier geht nicht mehr. Das erwarte ich niemals von einem Trainer. Trainer müssen, glaube ich, immer daran glauben, dass es funktioniert. Ole Werner ist doch auch von Kiel zurückgetreten, weil er selbst der Überzeugung war, aber nicht jeder ist Ole Werner. Ja, ja. So habe ich es nicht gesehen, war für mich ein Tedesco, hat eine Saison gut geschafft, Wagner nur eine halbe Saison, deswegen so geschrieben vor mir. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ich kann das auch nachvollziehen, warum in viele Dings, auch jetzt, was die gerade sagen, dass er so das als Sinnbild genommen worden ist für den Schalker Absturz. Ich sehe das aber nicht. Ich sehe das wirklich nicht. Ich glaube, in Bern ist Wagner jetzt gerade auch nicht so schlecht, ne? Man United gewonnen und sowas alles. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, Wagner in der Situation wäre es, glaube ich, scheißegal gewesen, was für ein Trainer da sitzt am Ende des Tages, rückwirkend betrachtet. Es wäre scheißegal gewesen, wer da gesessen hat. Weil die Mannschaft, die war einfach verseucht. Die Mannschaft war absolut versaut von Spielertypen, von Spielercharakteren. Da hättest du hinsetzen können, wen du willst, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich bin mir sicher, dass es einfach, dass 80% der Trainer an ihrem Job festhalten, auch wenn sie wissen, dass es nicht mehr funktioniert, weil es zahlt ja auch ganz gut. Nicht jeder ist Ja klar, das zahlt gut und ich glaube, man muss auch, wie du sagst, dann glauben, dass man es hinkriegen kann, aber es gibt dann irgendwann, glaube ich, schon den Point of No Return. Ich mache jetzt meinen Case dafür, warum er bei mir nur ins zweitunterste Tier geht, obwohl er der Pilot war vor dem Absturz oder bei dem es sogar bergab schon ging. Also nochmal, was Fosti schreibt, weil Tedesco eine Saison hatte, so, das ist halt, so wie sie gesagt haben, das war ein Ergebnis. Saison, da wurde kein schöner Fußball gespielt. Aber den Wagner hat mit Schalke die Hinrunde phasenweise echt guten Fußball spielen lassen. So, er konnte, aber da wollte dann hinten raus wirklich die Mannschaft gar nicht mehr. Und da muss irgendwas passiert sein und ich will bis heute wissen, was das war. Und ich weiß es nicht. Nach diesem scheiß Gladbach-Spiel, da wollte die Mannschaft einfach nicht mehr. Und egal, was für ein Trainer da hingekommen ist, die Mannschaft wollte weiter nicht. Egal, was für ein Trainer danach da war. Deswegen, also ich halte Wagner nicht für einen schlechten Trainer. Wirklich nicht. Ich habe am Ende auch gesagt, der muss jetzt weg, weil irgendwann musst du eine Reißleine ziehen. Aber der hat gezeigt, dass er was anderes spielen lassen wollte, als am Ende gespielt worden ist. So. Also so habe ich das bei ihm gesehen. Ich will den auch nicht in Schutz nehmen. Der hat auch viel Scheiße fabriziert so. Sehr, sehr stur gewesen in gewissen Situationen, was jeder Trainer irgendwo ist, weil er sein Konzept durchringen will oder seine Handschrift zu sehen sein soll. Aber dieses extreme Wagner-Bashing fühle ich nicht so. Also, wenn man es einfach nur aufrechnet, sehe ich ein Champions-League-Halbjahr, ein Katastrophen-Halbjahr und für das, was danach passierte, den Start in die neue Saison, gebe ich ihm keine Schuld, sondern dem Vorstand, dem Verantwortlichen. Und deshalb wird er ins zweitwichtigste Tier für mich. Okay. Puh, da werden Kamettenstein gefällt. Also ich würde in den Dreipack. Manuel Baum, unterste Tier. Ja. Sag ich euch jetzt schon, egal was sie mir sagen, einen Baum kann ich nicht bewerten. Einen Baum kann ich nirgendwo da reinpacken, keine Ahnung, weiß ich nicht. Manuel Baum geht das unterste Tier. Nee. Mach mal. Also erstmal, weil er mich emotional berührt hat. Ja, das denke ich mir. Ja, das denke ich mir, weil er wirkt ja wirklich einfach wie ein verzweifeltes Kleinkind. Na, das Problem ist, ich finde ihn vom Typen, vielleicht wisst ihr, was ich meine, so wie Weinziel. Das sind Leute, ich finde, die passen nicht irgendwie ins Ruhrgebiet. Versteht ihr, was ich meine? Die passen von ihrer Attitude, von ihrem Dings nicht auf die Schalker Trainerbank irgendwie. So bayerische Typen, das meine ich, ja. Ich finde, das passt null nach Schalke. Null. Das sieht immer falsch aus, einfach. Unabhängig von den Leistungen, die dann bringen. Ich finde, das wirkt immer komisch. 80% der Zeit bei Schalke. Nee, das stimmt einfach nicht. Das war diese PK, auf der er erzählt hat, von seinem Sohn, der nach dem Schalke-Trikot gefragt hat, was Schalke für ein Verein ist und er hätte mit ihm darüber gesprochen und sowas. Heißt absolut, und ja. Deswegen, ich kann den nicht schwenken. Ich hau den nirgendwo da rein. Irgendwas, das halt krass ist. Der keine ist für Ahnung. Mich nicht Schalke wertbar. Ist halt krass. Meinst du mal, was ist halt so der Schalke? Ja, so ein Schalke der Verein. Ja, Schalke ist halt krass. Ist einfach krass, ja. Und das auf jeden Fall fand ich ein schöner Moment, der mich mitgenommen hat. Mhm. Und Manuel Baum wurde zu einem Zeitpunkt an ein Steuer von einem an ein Schiff gesetzt, das einfach schon nicht mehr zu retten war. Er hat sich auch dran gesetzt, er wurde nicht festgekettet daran. Ja, nee, aber ich glaube, ab dem Zeitpunkt war da schon einfach nichts mehr zu machen. Also, das kann schon sein. Und deswegen sage ich zweitniedrigstes Tier, weil man kann nicht höher gehen, weil es keine Erfolge gab. Aber ich möchte ihn nicht in dasselbe Segment setzen wie die Leute, die da wirklich katastrophal... Ich habe jetzt gerade noch eins weiter gescrollt und bin jetzt so sauer, dass ich jetzt... Du hast wohl recht, weil einfach der Nächste natürlich so dermaßen alleine... Also für mich Manuel Baum ist eine 5:0 Pleite am Betzenberg. Ja, für mich steht es jetzt drin. Ich finde auch einfach, ein Sieg in der Amtszeit ist dünn und... Hat er auch gewonnen? Ich glaube nicht. Doch, der hat den Hoffnung. Ah nee, der hat der Nächste geholt. Das war der Nächste. Kein Sieg. Letzter Platz, geh weg. 0-8 gegen Bayern, Alter. Ja, komm. Natürlich. Der nächste Mann, Massimo Schipp persönlich. Ja, älter als die Enz.
älter als, wirklich älter als sie. Wenn Christian Groß in den Wald von den Ents kommt, verneigen diese Jünger. Ja. Christian Groß hat für mich auch kein Tier. Ich könnte Christian Groß nirgendwo in den 5 Tiers platzieren, weil ich habe noch nie einen Trainer gesehen. Ich nehme jetzt nur Schalke. Ich habe in den ganzen Jahren keinen Schalke-Trainer gesehen, der so ein verschissenes Desinteresse an dem Verein selber vermittelt, so eine unvorbereitete Scheiße abgeliefert hat. Das kam mir so vor, der hat sich da nur hingesetzt, um die Rentenkasse nochmal aufzubessern. Mir ist scheißegal, wie die Leute hier heißen. Mir ist scheißegal, was hier im Verein abgeht. Mir ist scheißegal, wie ich spielen lasse. Mir ist scheißegal, wie die Trainingsleistung ist. Mir ist scheißegal, wer letzte Woche gut gespielt hat. Mir ist scheißegal, wie die Leute trainiert haben. Mir ist scheißegal, dass mir alles scheißegal ist. Bruder, der Typ verdient in den Dings, den kannst du da nicht listen. Den kannst du da nicht listen, den Typ, ne? Dem war alles scheiße, der saß da. Bruder, der hat mich wahnsinnig gemacht, ne? Der hat mich wahnsinnig gemacht. Den hat nicht interessiert, was auf Schalke los ist. Gar nicht. Du hast es nie gemerkt. Gar nicht. In keiner Situation hattest du das Gefühl, dass der sich nur mal 5 Minuten im Vorhinein mit dem Verein beschäftigt hat. Null. Absolut null. Und da kann ich zum ersten Mal die Spieler verstehen, dass die keine Lust haben, unter so einem zu trainieren. Der nicht weiß, wie du heißt, der nicht weiß, wo du spielst, der nicht weiß, wie lange du schon hier bist, der nicht weiß, dass du ein ausgeliehener Spieler im Verein bist, der nicht weiß, auf welcher Position du eigentlich spielst. Da kann ich den Leuten das nicht verübeln, ne? Da kann ich den Leuten das nicht verübeln. Ohne Scheiß. Der Typ war eine absolute Vollkatastrophe. Und das geht auf das Konto von Jochen Schneider. Auf kein anderes Konto geht das. Ja, den haben sie. Es ist ja tatsächlich so, dass sie den wohl aus dem Ball rausgeholt haben. Ne? Das wurde ja so überliefert, dass der Schalke-Vorstand gemeinsam mit gepilgert ist. Ja, den ältesten Wald Mittelerdes. Ja. Christian Groß. Der Fangornwald. So heißt er. Mhm. Sehr gut, ja. Das klingt gut, klingt richtig. Ja, Christian Groß. Irgendwo. Aus irgendwo hergeholt auf jeden Fall. Ja, also. Wo er nicht mehr hätte hergeholt werden sollen. Genau. Ja. Aus irgendwelchen. Ja, nee. ich muss aufpassen, was ich sage. Ich sag nichts. Christian Groß, sicherlich sympathischer Typ. Seine Spielernamen nicht zu kennen auf Pressekonferenz, wiederholt Fehler zu machen und danach wurde ja auch erzählt, dass es in der Kabine immer passiert ist, ja. Ist so dermaßen 100%iges No-Go, dass die Tier hier komplett klar ist. Das ist so peinlich gewesen, auch für Schalke in der Außenwahrstellung. Absoluter Irrsinn gewesen, den Mann anzustellen. Natürlich, natürlich. Der war fertig mit seiner Trainerlaufbahn. So, aber jetzt wollt ihr mir erzählen, allen Ernstes, dass denn David Wagner da unten mit den beiden rumpimmelt? Come on! Die beiden hier nebenan haben nicht mal irgendwas, gar nichts gezeigt. Null. Und ein Wagner hat gezeigt, dass er spielen lassen kann. Dass er eine Vorstellung hat, Fußball spielen zu lassen. Ich bitte euch. Die Matteo Groß, lass ich mir noch gefallen. Aber einen Wagner da reinziehen, ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Also einen Wagner gehört für mich hier rein. Denn Stevens bewerte ich nicht eine Saison, weil das... ist nicht Stevens würdig. Stevens musst du, und da kommst du nicht dran vorbei, das Lebenswerk von dem beurteilen. Und das ist hier über allen drüber, was Schalke angeht. Aber ein Wagner gehört für mich hier auf einer Stufe mit einem Breitenreiter. Das ist meine persönliche Meinung. Aber das hier, da auf gar keinen Fall. Das ist so peinlich gewesen, auch für Schalke in der Außenwahrstellung. Absoluter Irrsinn gewesen, den Mann anzustellen. Natürlich, natürlich. Der war... fertig mit seiner Trainerlaufbahn, die in den letzten Jahren sowieso nur noch in Ägypten oder in Saudi-Arabien, wo auch immer, stattgefunden hat, weit, weit weg von europäischem Spitzenfußball. Ja. Und auf die Idee zu kommen, den jetzt nochmal da hinzusetzen, war komplett Banane. Das muss sich halt ein Jochen Schneider ankreiden lassen, ja. Aber es ändert nichts daran, dass der Typ eine 8:0 Pleite gegen Bayern ist. Das, rückwirken, das ja. ist 100% Was kann man denn so einholen? 8:0 gegen die Bayern. Und der nächste ist Gramozis, der amtierende Trainer. Der Mann, der natürlich Schwierigkeiten am Ende der letzten Saison hat. Und in dieser Saison... Die letzte möchte ich fast komplett rausschneiden aus der Bewertung. Ja. Verstehe ich. Kann man aber nicht mit Blick auf diese Saison. Genau. Die neue muss man bewerten und die ist bisher sehr durchwachsen. Verloren gegen Karlsruhe. Ja. Verloren gegen Hamburg. Ja.
Nochmal verloren gegen Regensburg. Regensburg. Auch deftig verloren. Alles gewonnen, ne? Nach dem Video alles gewonnen. Ne? Unentschieden gegen Aue gespielt. Ja. Also hat er sieben Spiele gespielt oder sechs? Ich habe sieben. Also sind es drei Siege, drei Niederlagen, ein Unentschieden. Ja. Das ist wirklich 100% Average. Das ist totaler Average und weit weg davon, ein heißer Kandidat für den direkten Wiederaufstieg zu sein. Ja, aber punktuell sind sie noch nicht weit weg. Punktuell ist natürlich jedes falsche Begriff. Aber eigentlich, warum ist punktuell hier falsch? Weil es geht um Punkte. Ja. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, aber es bleibt falsch. Könntest du es mir erklären? Nee. Okay. Weil ich kann es dir jetzt nicht erklären, klingt so wie, ich kann es dir erklären, aber nicht jetzt. Nee, ich weiß, dass es falsch ist, aber kann dir nicht sagen, warum. Weil punktuell bezieht sich auf was anderes. Gramotz ist also komplett Average. Er ist kompletter Average, ja. Also packen wir ihn auch in den Average. Ich würde sagen, ja, wir können nach der Saison, glaube ich, drüber reden, ob wir dann auch da aus nach so oder nach so gehen. Ich würde den auch reinpacken. Junge, Junge. Aber für den Moment, glaube ich, muss man ihn da parken. Ja. Bei mir geht die Tendenz aber ganz klar Richtung unten. Ja, ja, also, safe. Ich muss auch sagen, ich weiß, das sagt man nicht, aber ich bin nicht glücklich mit seinen Outfits. Ich bin nicht glücklich mit seinen Outfits. Ja? Wieso? Nico, ja, danke, das ist immer so ein bisschen. Ich sehe hier. Das ist immer so ein bisschen zwischen Vorstadt Casanova und Animateur ist da immer so ein bisschen. Ja, gut, für Animateuren habe ich ja grundsätzlich ein Herz als Ex-Animateur, muss man ja sagen. Das ist natürlich richtig, ja. Würde ich so dann auch. Ja. Aber zwischen euch drei. Das ist jetzt für mich für den Bewertungen gar nicht so wichtig, aber ich. Fußball, nicht geil, was der spielt. Der holt jetzt gerade die Ergebnisse so. Ich glaube nicht, dass sie den kicken werden. Alles in einem stabiles Video aber. Ja? Ich war mit vielem einverstanden, mit vielem aber auch nicht. Könnt ihr aber sehr, sehr gerne auch da mal hier, wenn das Video auf YouTube kommt, mal in die Kommentare an die Schalke-Fans eure Tierlist reinballern von den ganzen Trainer. Wenn da irgendwo Christian Groß besser beurteilt wird, wir da in Stufe 5. Das ist ein Permaban, ist klar. In dem Sinne Glück auf, check One Football ab. Schalke wird aufsteigen mit 10 Punkten Vorsprung. So.